Im zweiten Teil der Vorlesung wollen wir uns mit Programmierrichtlinien auseinandersetzen. Programmierrichtlinien, ganz kurz gefasst, heißt, ich versuche, eine Richtlinie zu erstellen, die es hilft, dass alle Programmierer etwa ähnlich programmieren. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig für das Verständnis beim Programmieren, wenn man versucht, Quelltext zu lesen. Und ich habe euch tatsächlich sogar schon die Aufgabe gegeben, Quelltext zu lesen. Und zwar war das im Zuge einer Interaktion, einer interaktiven Aufgabe. Und freue mich auch, dass da viele daran teilgenommen haben, nämlich etwa 30 Personen oder 32. Und dazu möchte ich kurz mit der Auswertung anfangen. Und zwar solltet ihr euch 5 Minuten lang den Quelltext der Corona-Warn-App angucken. Das war die Android-Version. Und ihr solltet danach einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Und die erste Frage war, habt ihr ein gutes Verständnis, wie die App funktioniert? Und da hat einer von 32 Personen geantwortet, er hat ein gutes Verständnis, wie die App funktioniert. Aber da war er dann auch der Einzige. Ein paar mehr Leute haben geantwortet, sie haben einige Details der App verstanden. Noch wieder ein paar mehr haben gesagt, ich habe etwas über die Struktur der App gelernt, das waren so knapp die Hälfte. Und etwa die Hälfte haben gesagt, ich habe in den 5 Minuten nichts Wesentliches verstanden und möchte die 5 Minuten Lebenszeit von Thomas zurück. Jetzt muss ich zugeben, dass diese Frage suggeriert hat, dass ich euch die 5 Minuten Lebenszeit zurückgeben könnte. Das kann ich natürlich nicht. Aber ich denke, ihr habt daran gesehen, dass es in fremden Quelltext sich einarbeiten, in großen Quelltext, es waren viel zu viele Dateien, um die alle anzugucken, die 5 Minuten, dass quasi diese Größe von einem Software-System tatsächlich einen großen Unterschied macht. Und es ist so, dass man als Entwickler bei professioneller Software mehr Zeit damit verbringt, Quelltext zu verstehen, als Quelltext zu schreiben. Das heißt, das, was ihr da gemacht habt, euch den Quelltext angucken, ist im Wesentlichen das, was man als Programmierer, als Softwareentwickler später die meiste Zeit macht. Das hat natürlich Konsequenzen für uns und wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen können und dazu ein paar Zitate. Douglas Crockford sagt dazu, "It turns out that style matters in programming for the same reason that it matters in writing. It makes for better reading." Das heißt, egal was wir schreiben und egal in welcher Sprache, ist der Stil entscheidend dafür, wie gut ich das verstehen kann. Und das Verständnis ist unglaublich wichtig, weil wenn ich den Quelltext falsch verstehe, wenn ich das Programm falsch verstehe, dann baue ich Fehler ein. Das ist nachweislich so. Und das heißt, wir versuchen, so zu programmieren, dass es möglichst leicht verständlich ist. Ein weiteres Zitat von François Rollet. "In software, naming matters because names reflect how you think about a problem. Code is also communication and naming is a big part of making it work." Namen sind unglaublich wichtig in der Kommunikation und wie wir die Dinge benennen, wenn wir mit jemandem sprechen, ist entscheidend, aber es ist genauso entscheidend, wenn ich ein Programm schreibe, weil indirekt spreche ich auch mit anderen Entwicklern. Das heißt, wenn ihr was programmiert, dann kommuniziert ihr darüber mit anderen Entwicklern und nicht nur mit der Maschine. Ja, das war früher so, die Leute, die die Lochkarte erstellt haben, die sind auch mit der Lochkarte zu diesem Rechner gegangen und waren Nutzer und alles in einem. Aber heute ist es so, wir haben viele Entwickler, an der gleichen Software, an dem gleichen Modul, an dem gleichen Paket, an der gleichen Komponente. Und da findet eine Kommunikation statt über den Quelltext. Ja, einfach, ich schreibe ein bisschen was, ich lese aber ganz viel meiner Zeit einfach Quelltext. Und das ist eine Kommunikation, die stattfindet. Und dafür sind auch diese Hochsprachen so wichtig und die Namen da drin, weil mit einer Assembler-Programmiersprache könnten wir diese komplexen Systeme, die wir heute bauen, mit so vielen Entwicklern, könnten wir die nicht mehr erzeugen, weil hier einfach selbst diese Namen so unglaublich wichtig sind. Jetzt gibt es verschiedene Sachen, die wichtig sind bei diesen Programmierrichtlinien und eins davon ist die Codeformatierung. Also die Motivation dafür ist ganz klar, der Code wird öfter gelesen als geschrieben. Es gibt viele Entwickler, die irgendwas schreiben und nichts wäre schlimmer, als wenn jeder Entwickler das irgendwie anders schreibt, weil dann
hätte man nicht nur, müsste man sich nicht nur mit dem tatsächlichen Programm auseinandersetzen, sondern auch erkennen, dass verschiedene Sachen vielleicht sogar das Gleiche sind, weil das Gleiche einfach anders benannt wird oder ähnliches. Das heißt, wir wollen diese Unterschiede, die die Programmierer irgendwie reinbringen in ein so ein Programmierprojekt, die wollen wir minimieren. Und dafür gibt es eine Reihe von Formatierungsregeln. Die sind relativ simpel und stupide. Allerdings sind die eben wichtig, damit es ein einheitliches Erscheinungsbild der Software gibt. Sowas wie die Einrückung. Ja, in vielen Programmiersprachen ist es üblich, 4 Zeichen Einrückung zu machen, sei es über einen Tab oder über 4 Leerzeichen. Dann gibt es eine bestimmte Länge von einer Zeile, die wir nicht überschreiben sollten. Das sind 80 oder 100 Zeichen. Das waren früher R80, sind heute R100. Durch natürlich auch ganz klar größere Bildschirme. Es gibt sogenannte spezielle Einrückungen in Indentation, nämlich wann immer wir eine Zeile haben, die zu lang ist. Wenn wir die umbrechen, dann wollen wir nicht, dass das verwechselt wird mit sozusagen der üblichen Einrückung, sondern dann wollen wir, dass das erkenntlich wird, und dafür nutzt man dann meist einfach die doppelte Länge, also 8 Zeichen. Dann werden tatsächlich auch Leerzeilen empfohlen an verschiedenen Stellen, und das kommt natürlich ganz auf die Programmiersprache an, wo das sinnvoll ist. Ein Beispiel ist, wenn ihr in Java eine Klasse schreibt, dann macht man eben eine Leerzeile zwischen 2 Methoden, ja, oder zwischen ein Feld und eine Methode oder zwischen Konstruktor und eine Methode und ähnliches. Jetzt ist es so, dass man sich da nicht unbedingt händisch drum kümmern muss, sondern es gibt Werkzeuge, die das automatisiert machen können. Und da gibt es 2 verschiedene Stufen, wie man das nutzen kann. Man kann den entweder einfach aufrufen, wenn man das möchte. Ja, das heißt, man schreibt seinen Quelltext, geht irgendwann auf Speichern, schreibt seinen Quelltext, geht auf Speichern, und irgendwann sagt man, jetzt möchte ich den Quelltext mit anderen teilen. Und bevor ich den teile, drücke ich einmal auf automatisch formatieren. Und dann ist der ganze Quelltext automatisch formatiert und dann reiche ich den ein. Das ist eine Möglichkeit, aber man kann das auch einstellen bei den meisten Editoren, dass das automatisch beim Speichern passiert. Dass das automatisch passiert, bevor ich den Code einreiche und anderen zur Verfügung stelle. Es gibt dann passend zu diesen automatisierten Tools, gibt es eben bestimmte Einstellungen, und da gibt es eben typische Formatierungsregeln für bestimmte Programmiersprachen. Aber im Prinzip ist es schon so, dass man für ein Projekt sagen muss, die und die Formatierungsrichtlinien möchte ich jetzt nutzen und einsetzen, und die sollte man dann auch ganz konsequent durchziehen. Und das ist so, dass wir selbst für Java haben unterschiedliche große Softwarefirmen unterschiedliche Regelsätze rausgebracht, weil sie die für richtig halten. Und theoretisch kann man für jedes kleine Softwareprojekt sich komplett andere Regeln machen und der Code sieht komplett anders aus. Da sollte man ein bisschen vorsichtig mit sein, weil damit kann man sich natürlich auch viele Probleme schaffen. Und es ist sicherlich gut als Empfehlung, dass man einfach mit einem Standard-Einstellung startet. Und wenn man irgendwo tatsächlich Probleme sieht, kann man dann überlegen, ob man da was ändert an den Einstellungen. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es ist technisch denkbar und wird teilweise auch so eingesetzt, dass jeder Entwickler sagen kann, wie er den Quelltext sehen möchte. Das heißt, wenn der Quelltext auf meinen Rechner kommt, wird er umformatiert, und bevor er wieder zurückgeschickt wird an andere, wird er in ein Standardformat gebracht, was dann irgendwo auf einem Server schlummert. Und das ist auch wieder mit Vorsicht zu genießen, aber zumindest, dass er das schon mal gehört hat, dass sowas technisch möglich ist. Es gibt noch weitere Regeln, nämlich Regeln, wie man Namen vergibt. Ja, wir haben eben schon den Zitaten gemerkt, dass Namen sehr wichtig sind, und es gibt bestimmte Sachen, die sind generell nicht gewollt. Also einen einzelnen Variablennamen oder einen einzelnen Buchstaben für eine Variable. Das kommt tatsächlich bei der Programmierung so ein bisschen daher, dass man früher vor allem Programme, die mathematische Sachverhalte berechnen, dass man die irgendwie geschrieben hat, und in der Mathematik ist es so üblich. Da hat man ein Symbol, da ist vielleicht noch ein Indiz dran oder ähnliches, aber wesentlich haben wir ein einzelnes Zeichen, was sozusagen irgendwas repräsentiert. Was wir andersrum auch nicht haben wollen, das ist das andere Extrem, sind sehr, sehr lange Bezeichner. Wenn ihr euch vorstellt, dass ein Bezeichner irgendwie 60 Zeichen hat, dann hätte ich schon einen Umbruch, sobald ich sage, irgendwie dieser Variable bitte einen neuen Wert zuweisen, dann bin ich schon länger als die 100 Zeichen von einer Zeile. Dann hätte man ganz viele Umbrüche, dann sieht man vielleicht den Quelltext nicht mehr, wenn man keine Umbrüche macht. Das heißt, sehr lange Namen sollte man auch wiederum vermeiden.
Wir sollten auch nicht unbedingt Namen wählen, die nur aus irgendwelchen Sonderzeichen bestehen. Es gibt Programmiersprachen, die erlauben uns, Underscore zum Beispiel als Variablename zu nehmen oder Underscore, Underscore und Underscore, Underscore, Underscore. Aber wenn man dann Underscore minus Underscore, Underscore ist gleich Underscore, Underscore, Underscore hinschreibt, dann versteht keiner mehr, worum es da eigentlich geht und was da passiert. Also die Namen sollen für sich sprechen und das tun spezielle Zeichen sicherlich nicht. Synonyme sollte man vermeiden, das ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Sowas wie Delete und Remove hat typischerweise eine sehr ähnliche Bedeutung. Und wenn man jetzt an einer Stelle Delete schreibt und an der anderen Remove, dann passiert im Gehirn erstmal was, was man eigentlich gar nicht möchte, weil man geht erstmal davon aus, dass vielleicht was anderes gemeint ist. Und hier gibt es einen großen Unterschied zwischen poetischem Schreiben oder Schreiben, wo es sozusagen um Unterhaltung geht, wo man eigentlich eher Synonyme vermeiden möchte, ja, das gilt dann als Wortwiederholung. Das ist ja überhaupt gar nicht das Thema, sondern man versucht, was möglichst einfach verständlich zu machen. Und diese Regel, das hatten wir auch schon bei Anforderungen und generell bei wissenschaftlichem Schreiben, das ist auch beim Programmieren so, dass man Synonyme vermeiden sollte, aus ähnlichen Gründen auch Abkürzungen, vor allem wenn sie nicht allen Lesern des Quelltextes bekannt sind. Jetzt gibt es aber auch, kann man auch andersrum drauf gucken, was wollen wir denn eigentlich für Namen haben? Ja, wie sollen jetzt diese Namen aussehen? Wir wollen typischerweise Nomen haben für Klassennamen, wir wollen auch für die Attributnamen Namen sowas haben und Klassennamen werden groß geschrieben, Attributnamen klein. Wenn wir verschiedene Wörter haben, dann werden die Wörter eben zusammengeschrieben. Und bei Verben Methodennamen haben wir typischerweise Verben oder irgendwelche Konstrukte, die uns sozusagen einen Prozess suggerieren. Und da ist es so, dass wir da auch mit einem kleinen Buchstaben anfangen. Das heißt, über den ersten Buchstaben können wir schon erkennen, handelt es sich um einen Typ, eine Klasse oder handelt es sich um eine Eigenschaft, eine Variable, hinter der ein Objekt steckt oder eine Methode, die auf einem Objekt aufgerufen wird. Und durch die Klammern können wir eben ganz klar erkennen, was jetzt eine Methode ist und was ein Attribut ist. Und da gibt es drei verschiedene Notationen, die eingesetzt werden. Das sind die Binnenmajuskel auf Deutsch. Das wird wahrscheinlich keiner kennen und auch jeder gleich wieder vergessen. Deswegen habe ich es gar nicht auf die Folie geschrieben. Das ist die Camel-Case-Notation. Die setzen wir an ganz vielen Stellen ein. Klassen, Attribute, Methoden, lokale Variablen, Parameter und die Liste könnte man noch beliebig weiterführen. Wichtig ist, Camel Case ist quasi der Default, ja, das benutzen wir überall, wo es geht, außer in zwei Fällen, nämlich einerseits für Konstanten. Bei Konstanten nehmen wir die Uppercase Notation, das heißt, wir schreiben alles groß und um die Wörter zu unterscheiden, werden Unterstriche benutzt. Und dann gibt es noch Package-Namen, also Pakete, die wir schnüren, ja, wo wir sagen, die und die Klassen sind alle in dem gleichen Paket. Das ist sozusagen eine Form der Komponente oder des Moduls, wo wir sagen, die Klassen gehören zusammen. Das ist ein Paket und solche Paketname wird auch klein geschrieben. Allerdings da, und das ist durchaus nicht ganz einheitlich, auch von verschiedenen Programmiersprachen und verschiedenen Ratgebern oder Richtlinien, es hat sich eigentlich inzwischen eher durchgesetzt, dass man die einfach zusammenschreibt, keine Underscores hier benutzt. Vereinzelt sieht man das noch mit Underscores. Gut, Martin Fowler, einer der großen Vordenker, was agile Entwicklung angeht, was B-Factoring angeht und generell Softwareentwicklung, hat Folgendes von sich gegeben. Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. Ja, das ist natürlich völlig überspitzt. Natürlich kann nicht jeder programmieren. Allerdings gibt es eine Unterscheidung. Schaffe ich es, ein Programm zu schreiben, was der Compiler akzeptiert? Und auch das ist schon eine Herausforderung für sich. Ich betreue ab und zu mal Zehntklässler in der Schule, die irgendwie das erste Mal programmieren und bis die soweit sind, dass der Compiler das Programm mag, das dauert meist eine Weile. Allerdings ist die Unterscheidung zwischen guter Programmierung und nicht einer, der dem Computer was beibringen kann, sondern der anderen Menschen, anderen Programmierern was verständlich rüberbringen kann. Ja, und das ist sozusagen eine völlig andere Denkweise. Wir schreiben das Programm nicht nur, damit das der Computer verstehen kann, sondern primär, dass es andere Menschen verstehen können,
weil die anderen Menschen, die müssen später Änderungen dran machen, die müssen das weiterentwickeln können. Und Corey House, als einer der Influencer, der viele Vorträge gibt zum Thema Programmierung, sagt, Code is like humor. When you have to explain it, it's bad. Ja, und ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, wenn man irgendwie einen Witz reißt und erklärt ihn danach, der wird nicht unbedingt besser dadurch. Und so ähnlich ist das mit Quelltext auch. Quelltext sollte eigentlich für sich verständlich sein. Und wenn ich den erst noch jemandem erklären muss, dann ist der Quelltext eben schlecht. Dann muss ich mir eben über den Quelltext Gedanken machen und muss den eben anders aufschreiben. Den dritten Punkt, den wir noch besprechen wollen, sind Kommentare im Quelltext, ist die Dokumentation. Da ist erstmal die Frage, wenn ich irgendwas kommentieren möchte, wo schreibe ich das eigentlich hin? Ich könnte ja sagen, ich habe hier mein Programm, meinen Quelltext und ich mache separat irgendwo ein Dokument auf und das ist eine ganz schlechte Idee, weil wenn ich den Quelltext ändere und anfasse und verstehen will, dann möchte ich Kommentare, wenn es welche gibt, auch direkt in dem Quelltext lesen und ansonsten besteht einfach nur die Gefahr, dass die ganz weit auseinander driften. Kommentare, wenn man welche schreibt, müssen die irgendwie während dem Editieren entstehen. Weil was wir mit Kommentaren ausdrücken wollen, ist ein implizites Wissen, was sonst verloren geht. Ja, das heißt, der Programmierer überlegt sich was, der überlegt, wie können wir das umsetzen und diesen Gedanken kann er festhalten in einem Kommentar. Ein Kommentar ist eben was, was der Compiler ignoriert, was sozusagen nicht übersetzt wird für die Maschine, sondern einfach nur für den Menschen, für den anderen Entwickler da ist oder vielleicht auch für mich selbst, wenn ich nach einem Jahr auf den Quelltext drauf gucke und mich frage, was ich mir dabei gedacht habe. Wir können Kommentare nutzen, um Dokumentation zu generieren, in Java mit JavaDoc, in C, C++ mit DocsGen. Das heißt, es gibt da eine spezielle Notation und wenn wir die benutzen, dann können wir daraus eine Entwicklerdokumentation automatisch generieren. Es gibt jetzt eine große Kontroverse darüber, wo man Kommentare im Quelltext einsetzen sollte und wo nicht. Worüber es allerdings einen ziemlich starken Konsens gibt, ist, wann immer ich eine Klasse habe, dann sollte ich wenigstens mal mit ein, zwei Sätzen dran schreiben, was diese Klasse machen soll. Und wann immer ich öffentliche Methoden habe, also öffentlich heißt ja, dass die einfach ein weites Feld haben, wo die eingesetzt werden können, dass ich an der Stelle überlege, die da quasi einen Kommentar dran zu schreiben und darüber zu sprechen, was für Parameter erwarten die, welche Anforderungen haben die an diese Parameter, welche Ausnahmebehandlungen gibt es vielleicht, mit der ich rechnen muss, ja, welche Exceptions können geworfen werden, die vielleicht gefangen werden müssen und welche Abhängigkeiten gibt es vielleicht. Ja? Vielleicht muss ich immer erst eine andere Methode aufrufen, bis ich die Methode aufrufen kann. Und dann gibt es eine Reihe von Sachen und das ist sozusagen das, was irgendwie implizit als Wissen da ist, wenn ich was programmiere, was man dann festhalten will. Nicht immer kann man alles sauber lösen und sauber programmieren, sondern manchmal ist man an einem Punkt, wo man sagt, die saubere Lösung wäre eigentlich schön, ist aber geradezu aufwendig. Das kann ich nicht machen. Es gibt hier einen Hack, der funktioniert erstmal, dann möchte man aber diese Stelle bitte dokumentieren, damit spätere Entwickler wissen, warum das jetzt so komisch geschrieben ist und das nicht aus Versehen sogar kaputt machen, weil das nicht auf Anhieb erkennbar ist, was da passiert. Und so ähnlich ist das mit Seiteneffekten oder irgendwelchen Teilen, mit denen ich noch nicht fertig bin, die ich dann eben mit To-Do markieren kann. Was man aber auf keinen Fall mit Kommentaren machen sollte, ist den Code wiederzugeben. Wir wollen nicht sagen, und jetzt wird eine Integer-Variable genommen, dann wird der Plus-Operator der Java-Sprache genommen und mit einer anderen Integer-Variable verknüpft und daraus das Ergebnis daraus wird dann in einer anderen Variable abgelegt. Das macht natürlich keinen Sinn, das zu erklären. Ja? Sondern wir würden alles das, was der Programmierer mitbringen muss, was er als Java-Programmierer sozusagen weiß, das schreiben wir nicht in Kommentare. Das kann man aus dem Quelltext auch rauslesen. Aber Sachen, die man eben nicht rauslesen kann aus dem Quelltext, die wollen wir kommentieren und mit aufnehmen. Ich habe schon angedeutet, es gibt ein bisschen Kontroverse über Kommentare und dazu zwei Zitate. Das erste von Ryan Campbell. Commenting your code is like cleaning your bathroom. You never want to do it, but it really does create a more pleasant experience for you and your guests. Und die Analogie ist ganz nett insofern, dass es tatsächlich Kommentieren ziemlich unbeliebt ist bei Entwicklern
Und ähnlich wie jetzt ich auch wenig kenne, die sagen, ich putze gerne das Bad. Und ein weiterer Aspekt steht auch noch drin, man macht das nicht nur für sich selbst, man macht das auch für sich selbst, nämlich für sozusagen das Future Ich, ja, sozusagen, also in der Zukunft werde ich auch diese Hinweise brauchen, um meinen eigenen Quelltext in 2 Jahren wieder zu verstehen. Ich habe das ganz schmerzlich die Erfahrung gemacht, weil ich mal was programmiert habe. Und das ist, der Algorithmus ist ziemlich fancy, der ordnet Bäume geschickt an und den Algorithmus versteht heute keiner mehr, der ist im produktiven Einsatz, der ist auf tausenden Rechnern weltweit, aber den Algorithmus kann keiner mehr nachvollziehen und warten. Der funktioniert zum Glück so, wie er ist, allerdings kann ich den auch selber kaum noch nachvollziehen. Und das ist der Punkt für mich selber, aber auch für andere. Natürlich gibt es viele andere Entwickler, die auch den Quelltext verstehen wollen. Und dann noch ein weiteres Zitat von Steve McConnell. Good code is its own best documentation. As you're about to add a comment, ask yourself, how can I improve the code so that this comment isn't needed? Improve the code and then document it to make it even clearer. Also an Stellen, wo wir überlegen, oh, hier wäre wahrscheinlich ein Kommentar sinnvoll, damit das jemand anders nachvollziehen kann, ist der Hinweis von Steve, jetzt nicht einfach dahin zu gehen und einfach den Kommentar zu schreiben, sondern lieber zu versuchen, kann ich nicht diese Stelle irgendwie vereinfachen, kann ich die nicht irgendwie verbessern, und dann sollte man trotzdem noch darüber nachdenken, ob man den Kommentar nicht zusätzlich noch schreibt. Ja, also ein Beispiel ist, ich habe vielleicht eine Methode, die ist irgendwie schlecht benannt und dann schreibe ich über den Aufruf oder über jeden Aufruf jetzt drüber, was die Methode eigentlich macht. Stattdessen sollte ich darüber nachdenken, ob ich die Methode nicht umbenenne, damit es an jedem Aufruf klar wird und dann kann ich mir diesen Kommentar übersparen. Und der interessante Punkt ist aber, vielleicht trotzdem noch den Kommentar einzufügen und das ist natürlich extrem situationsabhängig. Gut, auch jetzt wieder ein Teil zum Angucken, wo ich euch zeigen möchte, was kann man an dem Taschenrechner, den ich da implementiert habe, auf den ich super stolz bin, aber nichtsdestotrotz könnte es sein, dass mir da ein paar Fehler unterlaufen sind, dass wir den virtuell gemeinsam jetzt beheben. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen die Lage versetzen, ihr werdet im Hörsaal dabei gewesen, wo die Idee ist, die Studenten haben mir reingerufen, was ich irgendwie wie verändern soll, was irgendwie nicht so schön ist an dem Code. Und ich habe das live gefixt. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen, weil es einfach zu dem, was ich jetzt relativ trocken erzählt habe, ein paar praktische Beispiele gibt, die euch einfach mal zeigen, was ist vielleicht ein besserer Variablename, auch wenn es da nicht den Konsens gibt. Man kann nicht sagen, der Variablename ist immer besser als der, sondern es hängt vom Kontext ab, vom Verständnis. Ja, deswegen ist es immer eine Entscheidung, gerade wenn wir über Namen nachdenken, wo man Abwägungen treffen muss. Gut, viel Spaß mit dem Video. Wie gefällt euch denn der Code? Also die GUI wollen wir nicht auswerten. Es geht hier nicht um GUI-Programmierung, dass die schön aussieht. Ja. Da gibt es Methodennamen, die sind sehr lang. Ja, ich glaube, du meinst solche Methodennamen hier, ne? Warum ist dann das schlecht? Ja, also wir sehen hier teilweise sehen wir die Namen nicht mal mehr ganz, ja? Also weil das hier so weit rüber geht da am Ende. Gut. Wollen wir uns da vielleicht mal neue Namen ausdenken? Wie sollten wir denn das hier nennen, diese Methode, was die macht? Ja, die könnten wir Expression nennen, ja? Expression String, ja? Ich meine, das Return ist tatsächlich so eine Sache, das brauchen wir vielleicht gar nicht mit reinschreiben, weil das eine Methode, was zurückliefert, ist relativ normal. Das heißt, auf Return kann man vielleicht sogar verzichten. Ich habe noch einen anderen Vorschlag, wir nennen die... Oh, ja? Genau, es gibt nämlich eh schon eine Methode, die heißt toString, die es bei jedem Objekt gibt. Was macht die? Die gibt einfach den Objekt-Identifier in einem String zurück. Das sieht relativ kryptisch aus mit einem @-Zeichen und irgendeiner wilden Zahl. Und an dem Fall könnten wir die einfach anders benennen. Das heißt, das machen wir jetzt einfach mal. Gut, das ist schon mal ein bisschen übersichtlicher. Da spinnt Eclipse ein bisschen rum, der rechnet jetzt eine Weile rum, weil der jetzt feststellt, wir haben eine Methode umbenannt, die es eigentlich schon gibt in der Oberklasse, da poppt gleich so ein Fenster auf, da sagen wir dann, ja, ist okay, wir wissen, was wir tun.
Und dann können wir weitermachen. Wir können aber schon mal überlegen, wie nennen wir denn die nächste Methode? Was macht die nächste Methode? Die soll uns quasi den Wert ausrechnen. Ja? Wir werden tatsächlich später noch sehen, das ist mir vollkommen klar, mit dieser einen Expression, wir werden später noch eine Subtraktion hinzufügen und dann werden wir verstehen, warum man dafür eine Methode haben will. Also, wie wollen wir das nennen? Also, es gibt einen Begriff, der eher technischer ist, und zwar Evaluate. Also, wenn man einen Ausdruck hat, ne, das ist jetzt hier eigentlich ein, achso, das war jetzt der Punkt, wo ich hier sagen muss, ja, passt so. Wenn wir einen Ausdruck haben, können wir einmal sagen, gib mir diesen Ausdruck aus. Ja, das macht die ToString-Methode und einmal möchte ich diesen Ausdruck evaluieren, das heißt den Wert ausrechnen, ja, auf den wir da kommen. Nennen wir die mal so. Nur evaluate. Weil der ganze andere Rest, der sagt irgendwie eh nicht mehr. Gut, und dann haben wir noch eine Methode, die verknüpft das beides. Ja. Die zeigt uns nachher diese Gleichung an. Die sagt eben von diesem Ausdruck und hinten bitte ausrechnen. Wie wollen wir die nennen? Gut, dann habe ich einen Vorschlag, Compute Equation. Also wir kommen nachher sicher noch zu Fällen, wo es ein bisschen klarer ist, wie wir das nennen können. Gut, also die sind auf jeden Fall schon mal kürzer. Was sehen wir hier noch in der Klasse, was man irgendwie verbessern sollte? Genau, es ist tatsächlich sogar ein Klassennamen. Das heißt, wie sollten wir Klassennamen nennen? Genau, wir haben einen speziellen Namen dafür. Wie heißt das? Okay, ich kenne bloß Camel Case, aber kann sein, dass Mixed Case auch üblich ist. Genau, in der Vorlesung haben wir es letztes Mal gesagt, Camel Case. Value. Gut, sehen wir noch was. Übrigens sehen wir jetzt, er hat auch gleich die Klasse dazu umbenannt, ja, sozusagen. Nicht nur an allen Stellen sozusagen gleichzeitig. Achso, und wenn sich jemand fragt, was ich hier immer drücke, ich drücke halt einfach die Shortcuts dafür. Man kann auch im Menü was umbenennen. Ja? Alt-Shift-R drücke ich jetzt immer. Gut. Was können wir noch verbessern? Genau, die Klasse Add können wir hier auch noch groß schreiben. Ja, das ist sozusagen der gleiche Fehler, bloß an einer anderen Stelle. Gut, und dann können wir nochmal gucken. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, Formatierung ist auch so eine Sache, Einrückung. Und da gibt es von Eclipse ein Feature, was uns sagt, rücke das automatisch ein. Ich muss mal gucken, ob ich es übers Menü finde, weil ich das auch mal bloß in Shortcuts kenne. Ja, genau. Wo ist das im Menü? Source, Format, Ctrl-Shift-F. Plus, dass das sozusagen die anderen auch, die es eben den Shortcut noch nicht kennen, auch wissen, was das macht. Ja, das versucht quasi, das Ganze so anzuordnen, wie es üblich ist. Und es ist eben üblich, dass man in Java eine Leerzeile ist zwischen den Methoden. Wir sehen jetzt hier vielleicht nicht so viel dadurch von dem Quelltext, aber das ist quasi eine übliche Formatierung, die können wir sogar automatisch erzeugen lassen. Gut, mit Add sind wir fertig. Was ist hiermit? Ich musste übrigens den Code erst schreiben und dann so umformatieren. Ich hätte mit dem Code nicht sinnvoll arbeiten können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Gut. Jetzt habe ich natürlich Tastenkombination falsch. Genau. Auch hier funktioniert das, wenn wir einfach die Tastenkombination drücken oder eben das im Kontextmenü aufrufen. Und das alles wird sauber formatiert. Das kann man sogar einstellen in Eclipse, dass das immer passiert, wenn ich auf Speichern drücke, dann kann man gar nicht irgendwas in einem falschen Layout im Prinzip erzeugen. Das gleiche habe ich hier auch gemacht. Das heißt, das versuchen wir ja auch mal. Nicht alles geht immer völlig automatisch, weil das ist jetzt zum Beispiel eigentlich üblich, dass man das in eine Zeile schreibt. Das heißt, das machen wir jetzt einfach mal noch, weil dieses Autoformatieren quasi keine zusätzlichen Zeilenumbrüche entfernt. Ja, das heißt, das kann man alles konfigurieren, dann zerschießt es einem unter Umständen aber mal irgendwas. Das ist jetzt das Standard-Formatting, was man auch in Eclipse hat. Das kann man sich umkonfigurieren. Da gibt es einen Standard für Java, es gibt einen für Eclipse und so weiter. Gut. Was können wir denn an der Klasse hier noch verbessern? Sieht da schon jemand was? Was ist denn mit dem Bezeichner Default Value? Was habe ich denn da falsch gemacht? Genau, und was habe ich noch falsch gemacht, selbst für den Camel Case? Oder für Default Value schreibt man gar nicht zusammen. Ja? Also selbst wenn es ein Variablename wäre, dann müsste ich Value noch groß schreiben. Ja? Also, aber das ist völlig egal, weil wir müssen es eh komplett groß schreiben. Das machen wir jetzt. So, oder? Genau. Haben wir auch beim letzten Mal besprochen. Gut, wie gefallen euch denn so die anderen Namen, die wir da jetzt noch sehen in dem Teil?
Genau, es ist schwer zu wissen jetzt davon, was die Sachen machen. Ich meine, ihr habt jetzt die GUI gesehen und es gibt wenig Elemente, das kann man jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen schließen. Aber wenn das Programm größer wird, dann kann man mit dem Bezeichner nichts mehr anfangen. Ja, das heißt, wir werden die Sachen mal umbenennen. Error, es macht überhaupt keinen Sinn, das groß zu schreiben. Es ist einfach ein Feld. Und da ist es üblich, irgendwie noch so einen Indikator zu geben, was es eigentlich ist. Es ist nämlich ein Label, auf dem wir so eine Fehlermeldung ausgeben wollen. Das heißt, das könnte ein gültiger Name oder ein sinnvollerer Name sein. Hier könnten wir sagen, das ist das Input-Field. Ja, das ist das, wo ich sozusagen die Eingabe mache. Dann könnten wir den Button, das A stand wahrscheinlich für Add, aber das erkennt man an dem A nicht mehr. Das heißt, wir könnten den Add-Button nennen. Und Result ist nochmal ein Fehler mit der großen Kleinschreibung. Gut, das heißt, die Namen können einem im Programm an irgendeiner Stelle besser helfen zu identifizieren, worum es eigentlich geht. Ja? Aber ich sage jetzt nicht, das sind die besten Namen, die für das Beispiel sinnvoll sind, sondern es geht darum, mal zu zeigen, so ein paar sinnvolle Namen. Ja? Wir wollen jetzt auch nicht ewig mit Namen aufhalten. Gut, was haltet ihr denn von der Methode? Warum sollten wir den komplett entfernen? Genau, das ist irgendwas. Ja. Ich habe ja auch in dem Kommentar darüber geschrieben, dass ich das irgendwie probiert habe, aber dass das irgendwie nicht geklappt hat. Und wir wollen keinen Quelltext direkt im Quelltext, alten Quelltext aufheben, wollen wir nicht. Was kann man da stattdessen machen? Wo wollen wir denn alten Quelltext aufheben? Ja. Genau, den alten Quelltext finde ich tatsächlich hier. Ne? Also hier bleibt der auch drin, sozusagen. Ne? Das heißt, hier kann ich auf einen alten Zustand irgendwie zugreifen von der Calculator-Klasse, kann ich mir irgendwie die Historie angucken, kann dann, gut, bei der habe ich es jetzt nicht gemacht, aber da können wir sozusagen auf die anderen Zustände zugreifen. Gut, das heißt, den nehmen wir raus. So, wird schon ein bisschen übersichtlicher. Denn teilweise muss man sozusagen das Framework dahinter ein bisschen kennen. Das hat mich auch im Moment gekostet, aber es gibt quasi. Es ist relativ ungünstig, wie wir hier im Moment vorgehen, weil wir jedes Mal Layout get children und dann irgendwas machen damit. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Einmal, ich sage Layout get children, packe das in eine Variable und weise da dann alles zu. Aber das geht hier tatsächlich noch besser, denn wir können das hier in dem Beispiel einfach alles hier in einer Zeile angeben. Dann wird das alles da hinzugefügt. Input Field, Add Button und Result Label. Gut, und während die Methode eben noch tatsächlich eigentlich ein bisschen zu lang war, könnte man jetzt sagen, das ist eigentlich jetzt eine vernünftige Methodengröße. Ja, und die Leerzeilen helfen vielleicht noch ein bisschen zu verstehen, was so Blöcke sind oder was irgendwie zusammengehört. Gut, es gibt noch eine andere Sache, die sieht man leider nicht so schön, weil man das nicht gleichzeitig auf dem Bildschirm sieht, aber es gibt im Moment duplizierten Code da drin. Und zwar setzen wir hier, wann immer wir auf den Button geklickt haben, will ich verschiedene Sachen machen. Ich will die Fehlermeldung zurücksetzen, ich will das Eingabefeld wieder leeren und ich möchte die neue Equation ausgeben. So, das sind quasi diese Schritte. Und diese Schritte passieren aber auch beim Initialisieren. Das heißt, diesen Quelltext habe ich gerade doppelt drin, nämlich auch noch hier oben. Ja, hier steht die Initialisierung, leer, leer und hier bitte das ausrechnen. Welche Nachteile hat das dann, wenn ich sowas mehrfach im Code stehen habe? Also das mit dem leeren String hier ist vielleicht noch nicht so ersichtlich, aber warum ist das ungünstig, dass ich das hier mehrmals im Code habe? Genau, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen nicht mehr die komplette, mit dem Ist-Gleichzeichen das ausgeben, die komplette Gleichung, sondern wir wollen nur noch toString aufrufen, mache ich das an einer Stelle und dann wird es quasi nicht konsistent überall übernommen. Das heißt, wir können Folgendes machen. Und zwar können wir jetzt hier diese Zeilen hernehmen und können sagen, wir machen daraus eine neue Methode und die rufen wir dann einfach an den Stellen auf, wo wir es brauchen. Extract Method. Das ist tatsächlich was, was wir uns in der nächsten Vorlesung dann nochmal genauer angucken. Und wir könnten da sagen, Update GUI. Ne? Das ist sozusagen das, was wir immer machen, wenn die GUI sich wieder aktualisieren soll. So, und jetzt müssen wir das Ganze noch hier oben rausnehmen. Wir erzeugen hier bloß das Label. Wir brauchen das auch nicht initialisieren. Und wir müssen das aber irgendwie am Anfang, wenn wir das initialisieren, müssen wir das auch mal aufrufen. So, wenn man so viel. Ja, jetzt haben wir irgendwo einen Fehler.
Was, weiter unten? Nee, weiter oben, ne? Ja, okay. Danke. Gut. Wenn man so viel ändert hat, ist ganz gut, das nochmal auszuprobieren, ob das noch funktioniert. Gerade so ein Refactoring wie eben kann auch durchaus mal was kaputt machen. Das heißt, wir finden das nochmal aus, um zu gucken, ob das noch so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Das heißt, das scheint zu klappen. Wenn ich hier irgendwas anderes eingebe oder nichts da drin steht, dann kriege ich auch eine Fehlermeldung. Gut, okay. Das heißt, es funktioniert noch so, wie wir wollten. Und jetzt empfiehlt es sich, das sagt Martin Fowler, das ist quasi einer der Größen im Software Engineering, der mit seinem Buch über Refactorings bekannt geworden ist, aber auch für Clean Codes und agile Entwicklung, sowas wie Scrum. Der sagt, man sollte immer trennen, wenn man den Code verbessert oder wenn man was Neues implementiert. Und das wollen wir jetzt auch machen. Ich werde jetzt einen neuen Commit machen auf dem SVN, beziehungsweise auf dem Repository. Und dann machen wir weiter, weil dann kann man nachher immer noch gut trennen, wo haben wir jetzt was Neues eingebaut und wo haben wir nur den Code verbessert. Ja, an der Stelle haben wir jetzt den Code verbessert. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ab dem Moment wird es dann gleich auch auf der GitHub-Seite verfügbar sein. Ja, jetzt bin ich ein bisschen uncharaktiv. Gut. In dem Video haben wir eine Reihe von Fällen gefunden, wo der Quelltext verbessert werden kann. Und ich habe es auch schon angedeutet. Tatsächlich muss ich den Quelltext erstmal vernünftig schreiben und dann habe ich den irgendwie kaputt programmiert und Fehler eingebaut. Weil tatsächlich fällt es schwierig. Ihr könnt es gerne probieren. Ihr könnt auch gerne mal die alte Version euch hernehmen und versuchen, das irgendwie zu erweitern, ohne diese Probleme zu beheben. Und ich glaube, dass einem das, wenn man schon eine Weile programmiert hat mit Java und die ganzen Konventionen schon verinnerlicht hat, dann fällt es einem wirklich schwerer, den Quelltext zu verstehen und zu erweitern. Gut, in diesem Teil ging es um Programmierrichtlinien. Da haben wir uns verschiedene Sachen angesehen. Das war natürlich nicht vollständig, aber so ein paar Sachen sind eben Formatierung, was wichtig ist, was typischerweise automatisiert werden kann. Das haben wir auch gesehen in dem Video. Dass wir Sachen vernünftig benennen und Namen sind nicht unbedingt, selbst wenn ich mir jetzt den besten Namen überlege, kann es sein, dass ich immer wieder irgendwas hinzufüge und was ändere bei der Klasse, bis ich irgendwann an einem Punkt bin, wo der Name einfach nicht mehr passt. Und dann muss ich den eben auch wieder anpassen. Wir haben auch über Kommentare gesprochen, wo die sinnvoll sind, wo nicht, und über Dokumentation. Hier ist sozusagen ein Hinweis, was man hier machen kann, ist sich tatsächlich mal Programmierrichtlinien anzugucken. Und eine der weitesten, verbreitetsten Programmierrichtlinien ist hier der Java Style Guide, den Google herausgegeben hat, das heißt, den Google für seine Software einsetzt. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten für euch, was ihr machen könnt. Das eine ist, wenn euch das zu schnell im Video ging oder ihr wollt euch nochmal angucken, welche Variablennamen in welche anderen überführt wurden, dann könnt ihr hier auf den ersten Link klicken. Da habt ihr eine Übersicht auf GitHub, wo eben steht, dieser Teil, diese Zeile wurde durch folgende ersetzt. Die zweite Aufgabe ist was, wo ihr selber ein bisschen aktiv werden könnt, und zwar der Codeschnipsel, den ihr im Video gesehen habt, am Ende, der ist über diesen Link erreichbar, also nicht in dem Repository zu viel rumklicken, sondern wirklich unter diesem Link findet ihr die drei Dateien, drei Java-Dateien, und mit denen könnt ihr jetzt arbeiten, nämlich könnt ihr jetzt selber mal überlegen, was für Kommentare würdet ihr da einfügen in den Quelltext. Ja, und die Idee ist, ihr nehmt euch eine dieser Dateien her, schreibt einen Kommentar, wirklich nur einen, das reicht. Jeder fügt ja irgendwie ein paar hinzu, dann haben wir nachher irgendwie ein paar Kommentare. Eventuell füge ich das auch später mal noch zusammen und wir würden mal noch eine Gesamtversion bauen daraus und können dann überlegen, ob wir gemeinsam das geschafft haben, diesen Quelltext mit Kommentaren anzureichern und ob der Quelltext jetzt leichter verständlich ist. Das heißt, überlegt, an welchen Stellen ist das sinnvoll, und das ist durchaus kein Schwarz und Weiß, sondern überlegt, was ist für euch die Stelle, wo ihr am ehesten einen Kommentar einfügen würdet. Gut, und auch da wieder, ihr könnt die Lösungen von den anderen gern bewerten, sodass wir vielleicht irgendwie die besten Kommentare dann nachher oben stehen haben in Moodle. Viel Spaß bei der Aufgabe und gleich geht's weiter.